Hallöchen. Ja, ich wieder. Na, wir waren ja gestern an dem Punkt. Ich habe ja mal gezeigt, wie das Uli so ausrastet. Na, wenn man das Ausrasten nennen kann. Also man muss sagen, dass unser Didi da ein bisschen besser ist. Na, der wird ja auch primitiver zwischendurch. Das Uli jetzt nicht so sehr, aber er versucht das halt. Er versucht das halt hier. Und ich muss dazu sagen, ich finde das eigentlich klasse, wenn sich jemand so viel Gedanken um mein Kind macht. Ne? Wäre natürlich besser, wenn dieser jemand erstmal in seinem Leben arbeiten würde. Aber gut, ne, freie Meinungsäußerung, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es halt echt amüsant. Ne? Vor allen Dingen, wenn dann wirklich noch das Gleiche kommt. Du kannst dir das richtig vorstellen, so wirklich bildlich vorstellen, wie dieser Mensch dann zu Hause sitzt und etwas tippt und dann auf den Bildschirm guckt, nochmal liest, was er getippt hat und sich sagt so, Bäm, damit habe ich die Alte. Bäm. Und weil das so cool ist, was ich geschrieben habe, ich poste das einfach noch fünfmal unter andere Videos, unter andere Kommentare, weil ich mache die damit fertig. Ich mache die damit fertig, ne? Und wenn er dann merkt, so, okay, hey, fünfmal das Gleiche ist echt doch ein bisschen langweilig, dann stellt er einfach den Satzbau um. Also inhaltlich ist das Gleiche, aber die Worte sind dann halt etwas anders aufgestellt. Das kann man sich nicht ausmalen. Wie gesagt, ich konnte am Ende gar nicht mehr schreiben als ha 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 ha, weil wie kann man so unkreativ sein? Ganz ehrlich, man muss hier ganz klar sagen, du bist, wenn du als aktiver User oder von mir aus Streamer, als YouTuber unterwegs bist, hast du immer bestimmte Angriffsflächen. Hast du einen Partner, ist es der Partner. Hast du ein gewisses Alter, ist es das Alter. Also bist du zu alt, dann bist du alt. Bist du zu jung, dann bist du ein Kind. Es ist immer so. Es ist immer so. Leute, die dich triggern wollen, kommen immer auf diesen Schienen. So hast du Kinder, es sind natürlich Kinder. Ne? Also entweder sind die Kinder scheiße oder du hast Mitleid mit den Kindern. Eins von beiden. Es ist halt so. Ihr könnt das unter anderen Videos sehen, nicht nur bei mir, bei vielen YouTubern. Gerade im kleineren Bereich, es kommt immer so etwas. Ne? Zeigst du dich, egal ob als Mann oder Frau, bist du entweder total sexy und eine Schlampe als Frau jetzt, ne? Oder als Mann eben so ein, wie heißt das, Fuckboy mittlerweile? Ich glaube ja. Und bist du halt nicht so hübsch und entsprichst nicht irgendeinem Ideal, ne? Bist ein bisschen molliger oder so, dann bist du natürlich fett und hässlich und unattraktiv und natürlich gefrustet, weil du unattraktiv bist und gefrustet, weil du aus dieser Tatsache heraus vermutlich dann auch niemanden hast, der dich beglücken könnte. Es gibt einfach nicht so viel mehr, ne? Und genau diese Klischees erfüllen die beiden. Und jetzt ist natürlich klar der Punkt, natürlich, ich merke das nicht, ne? Also ich sage das jetzt einfach nur so, ich merke das tatsächlich ja nicht. Und natürlich, ich bin komplett getriggert, ich bin so fertig mit den Nerven, ich kann gar nicht mehr, ne? Ich kann nicht mehr schlafen, ich kann nicht mehr essen. Trinken eh schon nicht mehr, ne? Also ich lebe wirklich am Rande des Lichts, ne? Muss man ganz klar sagen. Es ist halt manchmal wirklich schwer, da noch konstruktiv irgendwas zuzuschreiben. Also klar, wenn man jemanden Neues dazu hat, und man muss ja hier ganz klar sagen, auf den Uli bin ja nicht ich gekommen. Er ist auf mich zugekommen, genau wie damals bei Frodo und so. Ne? Das sind halt so die Menschen irgendwie. Ich habe so ein Stück Schokolade in der Tasche, glaube ich. Und das scheint auch nicht mehr gut zu sein, denn es lockt nur solche Menschen an. Für mich ganz gut, für den Content vielleicht auch ganz nett. Aber so tatsächlich gesehen ist es manchmal echt anstrengend, weil um diese Menschen zu verstehen oder um auf diese Menschen einzugehen, musst du versuchen, so zu denken wie die. Und das ist manchmal echt kompliziert. Weil ich bin im normalen Fall in der Realität bin ich ein durch und durch logischer Mensch. Das heißt, wenn mir jemand etwas erklärt, etwas sagt, da muss ich eine Logik dahinter finden. Die muss er mir jetzt in dem Moment nicht direkt preisgeben. Ich muss sie wenigstens selber finden. Also ich muss das Ding für mich erklären können. Warum ist das so? So kann ich das nicht. Dann ja, wird es halt etwas kompliziert für mich. Das ist einer meiner Ticks. Ist halt einfach so. Und wenn man dann aber im Internet auf solche Menschen trifft, die zum einen ein völliges Klischee erfüllen, weil sie halt glauben, hey, ich habe hier meine Liste. Na, warte, sie ist jetzt nicht jung. Warte mal, die ist alt, die hat keinen Partner. Aber da. Ne? Obwohl, warte mal, aus dem Nicht-Partner kann man auch noch was machen. Aber guck mal hier, die hat ein Kind. Ja, dann nehmen wir da das
Kind und so, also man kann sich das wirklich vorstellen wie so ein Fragebogen, ne, den die dann ankreuzen und einmal runterarbeiten. Und wenn die dann durch sind, dann nochmal. Im Unis Fall klappt das nicht so ganz. Wie gesagt, er wiederholt sich dann ein bisschen oft, dass man dann halt schon denkt, Junge, Junge, du musst eine Spalte weiter runter. Ne? Das mit dem Kind ist jetzt durch. Du kannst jetzt wieder auf mein Äußeres gehen oder eben auf mein Alter. Das war ja jetzt schon eine Weile nicht mehr. Nichtsdestotrotz, ne? Wie gesagt, man muss ja auch versuchen, sich in diese Menschen hineinzuversetzen, um irgendwie interagieren zu können. Das ist halt echt schwierig, ne? Also ihr stellt euch das alles so leicht vor, ne? Weil ihr sitzt dann da und lest das und lacht und denkt, was für Idioten, ne? Aber versetzt euch mal in meine Situation, ne? Also das Leid kommt nicht durch die Kommentare, die zwei verursachen da unter den Videos. Es hat ja seinen Grund, dass ich nicht sperre und keine Blacklist habe, ne? Aber ich muss ja darauf reagieren. Ich muss die ja weiter irgendwie dazu bewegen, nicht zu gehen. Versteht ihr? Also ich muss mich quasi in deren Kopf, in deren Verstand versetzen, um dafür zu sorgen, dass sie halt bei Laune gehalten werden, damit die Konversation nicht abbricht. Und das ist nicht leicht, ne? Also das ist quasi so schon Schwerstarbeit. Das ist so wie beim Profiler quasi, ne? Du bist beim FBI und musst dann halt einen Serienmörder irgendwie überführen, musst dann halt so seine Taten einmal durchgehen, musst schauen, was fällt auf, ne? Gibt es irgendwelche Merkmale, ne? Zeichen, wie auch immer, was fällt auf und was hat der dabei gedacht? Also wie würde ich reagieren, wenn ich diese Person bin? Und genau an dieser Position bin ich. Ne? Also es ist nicht so einfach. Ihr lacht da nur und denkt euch so, ne, aber das ist echt ein harter Job, möchte ich mal ganz kurz anmerken. Ne? Also ich bin da auch immer sehr erschöpft danach. Ne? Aber in erster Linie natürlich total gefrustet durch die Kommentare. Ne? Also während der Uli dann davor sitzt und wie gesagt fünfmal denselben Kommentar postet, sitze ich hier natürlich in Tränen aufgelöst. Überdenke meine gesamte Existenz, überlege, ob 40 Jahre nicht genug sind, ne? Oder jetzt, ich bin ja im 41. Lebensjahr, ne? Ob das nicht ausreicht, ne? Ja, es ist halt, wie gesagt, ne, so ein nie endender Kreislauf, nie enden, denn ich schreibe dann etwas, natürlich aus meiner verletzten Ich-Perspektive heraus, ne, wie gesagt, und ja, dann kommt halt wieder so Bäm, ne, weil dann kommt wieder diese Abkürzung. Diese Abkürzung, ja. Also in die ist er total verliebt. Das ist halt wirklich so seine Kreativität. Das ist so sein Ding, wo er sagt so, boah, jetzt bin ich aus mir selbst rausgekommen. Das ist über all dem, was ich bis jetzt geleistet habe, ne. So, ich meine, klar, das ist halt, wenn man sich die letzten Kommentare alle so mal durchliest oder so, ganz ehrlich. Jetzt ganz ehrlich, ne? Bei der nächsten Wahl, bei der es sich aufstellen wird, werde ich das einfach mal alles, also man speichert das ja und davon ab, ich muss das als YouTuber auch nicht speichern, es ist ja auf meinem Kanal. Und selbst wenn er jetzt alle Kommentare löscht, sich selber löscht, es ist noch da, bei mir. So, und dann wird man das alles einfach mal ausschneiden und einfach mal an die Presse senden. Am besten, also vorzugsweise dann eben an die Blätter, die ihn gerade zum Interview da haben. Oder holen wollen. Und dann können sie ihm doch mal ein paar andere Fragen stellen, als immer die gleiche. Ne? Das ist ja auch ein bisschen langweilig. Und vielleicht wird das ganze Interview dann auch mal ein bisschen interessanter und man kann das dann auch mal so ein bisschen veröffentlichen. Weil man muss ja ganz klar sagen, diese Menschen machen bestimmte Dinge im Leben lächerlich. Ne? Und falls es jemandem aufgefallen ist, jetzt seit ungefähr 48 Stunden bandeln die beiden an, also Asididi und auch unser Uli, die kooperieren miteinander, die bewegen sich aufeinander zu, also vielleicht ist auch da die Hoffnung für den Uli, dass er da vielleicht noch irgendwie doch noch so einen Lebensabschnittsgefährten findet, glaube ich persönlich nicht. Denn auch wenn ich den Didi für tatsächlich ja, doch intelligenter als den Uli halte, muss man halt ganz klar sagen, aber eben nicht intelligent genug, um eine anständige Konversation zu führen. So hat man im Laufe der Zeit eigentlich doch schon relativ gut rauslesen können, dass er nicht
versucht oder nicht nur versucht, mich zu triggern, auch mit diesem altbekannten Muster, was ich vorhin schon aufgezählt habe, sondern dass er gleichzeitig, wenn da obskure Persönlichkeiten erscheinen, wie jetzt halt der Uli, auch die triggert. Allerdings die nicht im negativen Sinne, ne, sondern er baut diese Person auf. Was bedeutet, diese Person fühlt sich bestätigt. Was wiederum bedeutet, diese Person kommt noch mehr aus sich heraus, weil sie halt das Gefühl hat, da ist noch jemand. Das ist mein Best Buddy und wir gehen Hand in Hand durch die Hölle, durchs Feuer, wir schaffen das. Wir sind die Helden. Wir reißen das Ding, wir stürzen die Alte vom Thron. Bäm! So, und das hat zur Folge, dass der Uli tatsächlich mehr aus sich rauskommt. Also ich muss da wirklich sagen, Props gehen raus an dich, Didi, na, du machst das gut. Eigentlich machst du das tatsächlich besser als ich, weil wie gesagt, es fällt mir schwer, mich in euren Verstand hineinzuversetzen. Das ist einfach Fakt. Und das liegt eben damit zusammen, dass ihr beide so durch seid. So richtig durch, ne, wenn man sich die Kommentare von euch durchliest. Da ist ja nichts mit Intelligenz oder Wissen oder so. Es wird überspielt durch mal hier ein Fachbegriff, mal da ein Fachbegriff. Aber das ist ja nicht wirklich was. Ich meine, Fachbegriffe kann man googeln, dafür muss man nicht wirklich wissen, was da ist. Und das ist ja beim Didi halt auch der Fall. Er sagt ja immer, also er kennt ja eigentlich nicht diesen Hintergrund vom krankhaften Narzissmus. Er beleidigt einfach oder beschimpft einfach jeden als Narzisst, der nicht so ist wie er. Und merkt nicht, dass er halt wirklich so dieses Paradebeispiel dafür ist, ne? Wobei Friedi immer noch auf Stufe 1 steht. Aber das ist halt, ne? Also Didi, da musst du dich ein bisschen mehr anstrengen, wenn du das noch übertreffen willst. Ist auch kein Problem. Ich persönlich würde mir wünschen, dass die zwei mir noch lange erhalten bleiben, weil wie gesagt, ne, es ist halt auch ganz nett so zwischendurch, ne, das ist ja wie so ein kleines Chatgespräch und man lernt halt auch wirklich mal so die andere Seite kennen, ne, man hat ja so seinen Alltag und hat dann nicht immer, aber hauptsächlich doch mit sehr vernünftigen Menschen zu tun, die halt, ja, mit beiden Beinen im Leben stehen, ihren Job haben und dann eben auch Alltagsprobleme haben und so weiter und so fort, ist ja alles relativ eintönig. Und dann triffst du auf diese schillernden Persönlichkeiten, deren Verstand aussieht wie ein Regenbogen, nicht unbedingt im positiven Sinne, aber du hast einfach das Gefühl, du tauchst so in diese andere Welt so ein bisschen ein. Ne? Du bist so der stille Begleiter, oder in meinem Fall ja nicht wirklich still, aber du bist der Begleiter, so. Und du kriegst dann halt so eine Sichtweise vorgeführt, von der du weißt, dass sie absurd ist, aber die du halt einfach mitverfolgen möchtest, weil es halt irgendwie anders ist. Ne? Anders als so das, was andere Menschen haben. Schwer zu erklären. Aber ich glaube, die meisten wissen, was ich meine. Das heißt, wenn du dir diese Psychos anguckst unter den Videos, ne, so wie die zwei jetzt, Du hast einfach wirklich das Gefühl, du bist live dabei. Also ich brauche kein Praktikum in irgendeiner Klinik zu machen oder so. Ich habe meine Insassen hier. Ich habe die hier, ich sehe die, ich betreue die, ich führe die durch die Videos beziehungsweise... Ja gut, beim Didi funktioniert das nicht so gut. Der hat eine Aufmerksamkeitsspanne von 2 Minuten. Da ist das schwierig, wenn das Video länger geht als 2 Minuten. Aber beim Uli ist das halt so, ne, da geht noch was. Ich glaube fest dran, da geht noch was. Und das werden wir halt auch sehen, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass das Uli nicht einfach aufgibt. Ne? Auch wenn er weiß, dass das in Zukunft bedeutet, dass er halt nicht mal mehr einen Wähler hat. Ich glaube, das ist ihm auch egal. Wie gesagt, ne, wenn du eine gewisse Zeit lang arbeitslos bist und so in deiner eigenen paranoiden, schizophrenen Welt lebst, dann ist das einfach für dich die Realität. Und da kommst du auch so nicht mehr raus, ne? Da kommst du halt auch so nicht mehr raus. Da können dir Menschen noch 5000 Mal sagen und auch 5000 verschiedene Menschen 5000 Mal sagen, dass du sie nicht alle hast. In deiner Welt, in deiner Sichtweise ist das, was du tust, das einzig Richtige. Und du bist dann der Freiheitskämpfer für alle, weil die anderen sind halt alle Schlafschafe. Ne? Und wie gesagt, also im Herzen bin ich bei euch zweien. Ich finde das toll. Ihr leistet hier tolle Arbeit. Ich danke euch dafür. Ne, ohne euch hätte ich dieses Video zum Beispiel gar nicht machen können. Ne, das wäre ohne euch gar nicht da. Und von dem her, wie gesagt, ihr könnt weiterhin eifrig posten. Ich freue mich über jedes Wort. Ne, über jedes Wort. Auch Uli, wenn du solche Abkürzungen machst, ich freue mich darüber. Ich
bin da wirklich glücklich drüber, denn du lieferst mir ja quasi den Content, den ich zum Beispiel jetzt gerade in diesem Video ein bisschen darstelle und macht mich halt glücklich. Ne? Also, Dankeschön von ganzem Herzen. Ich liebe euch. Fühlt euch von mir umarmt. Ist vielleicht das erste und einzige Mal in eurem Leben, aber ich bin bei euch. Immer. Immer. Na, stellt euch vor, so wie Slenderman-mäßig. Nein, aber ich bin da. Ja, ich bin da. Gut, das war's. Ich wünsche euch einen tollen Tag. Alles Gute. Bis demnächst. Und ja, jetzt ist dann die Nacht für mich auch irgendwann Wochenende, wenn ich von der Spätschicht nach Hause kommen sollte. Irgendwann. Mitten in der Nacht. Kurz vor eins. Bis die Tage. Ciao.